Und hallo YouTube und willkommen zur Folge 93 der germanischen Mythologie. Und in diesem Video geht es um die Dioskuren bei den Germanen. Ein göttliches und in späteren Quellen meist ein heldenhaftes Brüderpaar der Germanen. Der Begriff Dioskuren stammt eigentlich zunächst aus der griechischen Mythologie. Es ist ein göttliches Brüderpaar, Zwillinge, die von Zeus und Leda gezeugt wurden. Sie werden bei den Griechen Kastor und Polydeukes genannt und finden sich bei den Römern als Kastor und Pollux. Diese Brüder sind zentral mit Pferden verbunden und erscheinen sogar oft als Götter in Pferdegestalt. Ein solches göttliches Brüderpaar und Pferdezwillinge finden sich nun aber auch bei vielen anderen indoeuropäischen Kulturen, weshalb der Begriff Dioskuren allgemein für diese Art von mythischen Brüdern verwendet wird. Und auch bei den Germanen finden sich Dioskuren, die aber nicht nur als Götter, sondern im Laufe der Zeit vor allem auch als Heldenbrüder in Erscheinung treten. Die ältesten Belege für germanische Dioskuren finden sich nun schon in der Antike mit dem Bericht des griechischen Historikers Timaios aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, der schon sehr früh davon berichtet, dass Stämme an der Nordseeküste die Dioskuren kannten und verehrten. Ebenfalls in der Antike und ausführlicher berichtet dann auch Tacitus von diesen göttlichen Brüdern. So beschreibt der römische Autor, dass der Stamm der Nahanavali ein Brüderpaar verehrt, die Tacitus als die Alkis bezeichnet. Dieser Stamm der Nahanavali kommt nur bei Tacitus vor und es ist unklar, welcher Stamm damit wirklich gemeint ist und wo diese lebten. Vermutet wird aber, dass sie im Bereich von Schlesien anzusiedeln sind. Der Name Alkis für die göttlichen Brüder, die sie verehrten, ist vermutlich eine römische Version des germanischen Alhis. Und auch wenn die Bedeutung von diesem Wort nicht ganz klar ist, könnte es mit dem gotischen Aals für Tempel, dem litauischen Elkas für Götterhain und dem altenglischen Ealgain für Schützen verwandt sein. Damit ließen sich die Alkis als Schutzgötter übersetzen. Der Name könnte aber auch zum germanischen Wort für Elch gehören, womit es die Elchgötter wären. Neben ihrem Namen und wo sie verehrt wurden, beschreibt Tacitus aber auch einen Kult der Alkis. Wie stets bei Tacitus ist aber zu bedenken, dass dessen Werke nicht unkritisch gelesen werden dürfen und er die germanische Kultur als Außenstehender und Römer nicht immer realistisch darstellte. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Germanen bei Tacitus als die edlen Wilden im Vergleich zu den zivilisierten, aber dekadenten Römern dienen sollten. Auf jeden Fall aber beschreibt er, dass die Nahanavali einen uralten heiligen Hain hatten, wo ein Priester, der stets ein weibliches Gewand trug, sich um den Hain kümmerte und dem heiligen Ort vorstand. Die Götter des Hains waren dann die Alkis, die laut Tacitus mit Kastor und Pollux gleichzusetzen sind. Diese Alkis der Germanen sollen Kastor und Pollux an Macht gleichkommen und werden von den Germanen ganz ähnlich zu den römischen Göttern als Brüder und Jünglinge verehrt. Weiterhin schreibt Tacitus aber, dass es keine Abbilder von diesen Göttern gegeben haben soll und sie nur im Heiligen Hain verehrt wurden. Und mehr erfahren wir auch schon nicht mehr über die germanischen Alkis aus der Antike. Doch da Tacitus sie direkt mit Kastor und Pollux gleichsetzt, ist recht klar, dass er sie zumindest als Dioskuren der Germanen wahrnahm. Durch diesen Vergleich kann man wohl auch vermuten, dass die Alkis auch Pferdegötter waren, auch wenn Tacitus davon nichts erzählt und insgesamt gilt seine Darstellung auch als einigermaßen zweifelhaft und es ist unklar, wie realistisch sie ist. Aber auch später erscheinen bei den Germanen noch Versionen der Dioskuren, von denen manche einen klaren Bezug zu Pferden aufweisen, die aber weniger Götter und mehr mythische Helden sind. Die zentrale Rolle dieser späteren Heldenbrüder der Germanen ist dann meistens, dass sie als mythische Anführer und Stammväter eines Stammes erscheinen. In dieser Funktion tauchen so zum Beispiel Hengist und Horsa bei den Angelsachsen auf, Ibor und Ajo bei den Langobarden oder Raos und Raptos bei den Vandalen. Am ausführlichsten beschrieben sind unter diesen wohl Hengist und Horsa, deren Namen bereits so viel wie Hengst oder Pferd bedeuten. Zentral auch wegen dieses sehr direkt auf Pferde bezogenen Namens und ihrer Rolle als legendäre Brüder werden sie mit den Dioskuren verbunden. Der Bezug der beiden zu Pferden geht aber noch weiter, denn Pferde scheinen auch zu ihren Zeichen gehört zu haben. So wurden noch bis in die Neuzeit hinein Pferdeköpfe an den Giebeln von Häusern, auch im norddeutschen Raum, als Hengist und Horst bezeichnet. Gemäß verschiedener angelsächsischer Chroniken sollen diese beiden Heldenbrüder nun die Stämme der Angelsachsen im 5. Jahrhundert geführt haben. Gemäß diesen Schriften waren sie es, die ihr Volk nach England führten und dort das Land als erste Angelsachsen in Besitz nahmen. Bereits der Mönch Bede Venerabilis hielt im 8. Jahrhundert Hengist und Horsa als die ersten Fürsten der Angelsachsen fest und schon auch bei Bede sollen sie die Enkel von Odin gewesen sein.
Auch in späteren Chroniken wird noch beschrieben, dass sie von den Göttern abstammen und wie sie ihr Volk und ihr Heer gemeinsam nach England führten und dort Land in Besitz nahmen. Laut der angelsächsischen Chronik aus dem 9. Jahrhundert kamen sie so auf Bitte des englischen Königs Vortiger dorthin, der von den Pikten bedroht wurde. Hengist und Horsa kämpften für den König und besiegten für ihn die Pikten und so eroberten sie auch das Land. Und mehr der Angelsachsen folgten ihnen nach England. In der Historia Brittonum, die ebenfalls aus dem 9. Jahrhundert stammt, heißt es dann, dass sie ebenfalls zur Herrschaftszeit von Vortiger nach England kamen, allerdings, dass sie aus ihrer Heimat vertrieben worden waren und Hengist und Horsa deshalb kamen, weil sie in ihrer Heimat verbannt waren. König Vortiger verbündete sich dann mit ihnen und gab ihnen Land und Vorräte, wenn sie für ihn kämpften. Wieder kamen dann bald mehr Germanen und folgten den Brüdern nach, doch mit dem Sohn von König Vortiger, der Vortimer genannt wurde, kam es schließlich zum Kampf und bald zum Krieg. An dessen Ende waren dann sowohl Vortimer wie auch Horsa gefallen. Der verbliebene Bruder Hengist gab dann vor, mit König Vortiger Frieden schließen zu wollen und um diesen zu feiern, sollte es ein großes Festmahl geben. Hengist aber wies seine Männer an, dass sie lange Messer, die Sachs der Germanen, bei sich tragen sollten und beim Fest rief er plötzlich aus, dass es Zeit war, die Messer zu ziehen. Und da zogen seine Männer die Messer und töteten Vortigers Krieger. Nur den König selbst ließ Hengist am Leben und im Austausch dafür musste er ihn Essex, Sussex, Middlesex und weitere Gebiete in England als ihr Reich überlassen. Mit dieser Tat wurden die Angelsachsen zu einer großen Macht in England und Hengist und seine Söhne wurden dort zu großen Königen. Am ausführlichsten wird dann die Geschichte der Brüder Hengist und Horsa im Buch der Könige Britanniens aus dem 12. Jahrhundert beschrieben, das von Geoffrey Monmouth geschrieben wurde. Aber auch hier verläuft die Geschichte im Großen und Ganzen gleich. Hengist und Horsa kommen in England an und helfen König Vortiger, vor allem im Kampf gegen die Pikten. Dann kommt es auch hier zum Kampf mit Vortigers Sohn, bei dem Horsa fällt und am Ende tötet Hengist die Männer von Vortiger bei einem Treffen durch die Messer der Angelsachsen. Durch diese Tat und im Austausch für das Leben von Vortiger erringt Hengist auch hier sein Reich in England. In der weiteren Geschichte in dieser Quelle aber tauchen dann auch eher keltische Figuren auf, wie zum Beispiel der Zauberer Merlin. Und es wird davon berichtet, wie Hengist noch weitere Kriege mit den Briten führt. Besonders schwer wurden für Hengist die Kämpfe mit Aurelius Ambrosius und Uther Pendragon. Zwischen Aurelius und Hengist soll es so zu einem schrecklichen Kampf gekommen sein, doch die Angelsachsen konnten in der Schlacht standhalten. Schließlich aber wurden sie bezwungen und Hengist besiegt. Er wurde gefangen genommen und 3 Tage nach der Schlacht wurde er hingerichtet und es wurde ihm der Kopf abgeschlagen. Sein Stamm aber, die Angelsachsen, konnten nicht mehr aus England vertrieben werden und seine Nachfahren hielten ihr Land dort dauerhaft. So wurden Hengist und Horsa auch hier zu den legendären ersten Königen der Angelsachsen in England. Eine sehr kurze Erwähnung findet Hengist dann sogar auch noch in Snorris Edda. Hier wird aber nur ganz kurz erwähnt, dass Hengist ein Nachkomme eines Königs war, der Sohn von Odin war und mit seinen beiden Brüdern über Sachsen als Herrscher eingesetzt worden war. Dennoch aber zeigt die Erwähnung in der Edda, wie weithin Hengist und Horsa bekannt waren. Alles in allem aber ist diese Geschichte auch wohl eher als legendär und mythisch zu sehen und Hengist und Horsa waren vermutlich keine echten Persönlichkeiten. Zudem finden sich auch ganz ähnliche Heldenbrüder noch für andere Stämme der Germanen, die die gleiche Funktion als erste legendäre Könige und Anführer und vor allem Anführer bei Wanderschaften übernehmen. Die Geschichte der Heldenbrüder der Langobarden, Ibor und Ajo, wird dann in der Geschichte der Langobarden des Mönchs Paulus Diaconus erzählt, sowie in der Gesta Danorum von Saxo Grammaticus, bei dem sie aber nicht Ibor und Ajo, sondern Agi und Ebi genannt werden. Gemäß Diaconus waren die Brüder die legendären ersten Führer der Langobarden, als sie ihre Heimat verließen und auf Wanderschaft gingen. Im Zuge dessen und als sie nach einer neuen Heimat suchen, kam es aber zum Krieg mit den Vandalen, die von Odin unterstützt wurden. Auf den Rat ihrer Mutter hin beteten Ibor und Ajo dazu Frigg, der Frau von Odin, die ihnen auch half. Die Göttin sorgte dafür, dass Odin den Vandalen nicht mehr beistehen würde und wies auch noch die Frauen der Langobarden dazu an, sich ebenfalls zu bewaffnen und sich ihre langen Haare wie Bärte vor ihre Gesichter zu binden. Als die Langobarden so mit ihren Frauen in Begleitung zum Schlachtfeld kamen, erschien es so, als wären im Heer der Langobarden viele gut bewaffnete und langbärtige und schreckliche Krieger. Ohne die Hilfe von Odin und bei diesem schrecklichen Anblick einer Übermacht ergriffen die Vandalen die Flucht.
So errangen Ibor und Ajo durch die Hilfe ihrer Frauen und von Frigg den Sieg über die Vandalen. Auch sollen sie eben wegen dieser Geschichte, weil sich ihre Frauen die Haare wie lange Bärte vors Gesicht banden, Langobarden genannt worden sein. Und wie auch schon bei Hengist und Horsa, wurden auch die Söhne und Nachfahren von Ibor und Ajo zu den Herrschern der Langobarden. In dieser Geschichte werden aber auch die Vandalen selbst von legendären Brüdern namens Ambri und Assi geführt. Für einen der Stämme der Vandalen, die die Astringer genannt werden, werden aber auch noch die Brüder Raos und Raptos als Heldenbrüder beschrieben. Auch sie führen ihren Stamm bei der Wanderung und auf der Suche nach neuen Ländern als Heimat an. Gemeinsam haben so alle diese Figuren, dass sie jeweils heldenhafte Brüder sind, ihren jeweiligen Stamm auf der Suche nach einer neuen Heimat auf einer Wanderschaft anführen und die ersten und legendären Herrscher ihres Stammes sind, von dem dann spätere Könige abstammen. Dadurch erhalten sie vor allem auch die Rolle als mythische Ahnherren der Könige, der Angelsachsen, der Langobarden und der Vandalen. Über diese Beispiele der Heldenbrüder bei den Germanen, die als Dioskuren interpretiert werden, werden aber auch noch manchmal die Hadingjar aus den nordischen Sagen aufgeführt. Besonders an ihnen ist, dass sie stets als junge Brüder beschrieben werden, die nur dann ihre volle Kraft haben, wenn sie zusammenstehen und gemeinsam kämpfen. Nur bei Saxo erscheint einmal ein Hadingus alleine als Held. Sowohl durch ihren Namen, der für langes Haar steht, wie auch ihre Geschichte bringt man sie mit Odin in Verbindung. So wird das namensgebende lange Haar der Hadingjar als sogenanntes Weihehaar interpretiert, das für einen Schwur an Odin steht und nie geschnitten wird. Dieser Schwur an Odin bedeutet, dass der Kriegsgott sie schützt, aber auch, dass ihre Leben Odin gehören und er sie jederzeit zu sich rufen kann. Ein beeindruckendes Beispiel dafür findet sich in der Geschichte von Hadingus, wie sie Saxo erzählt. Am Ende seines Lebens, als ein siegreicher und großer König, der in vielen Schlachten den Sieg errungen hatte, erhängt sich dieser selbst und bringt sich als eine Opfergabe an Odin selbst dar. Die Hadingjar als Beispiele für germanische Dioskuren werden aber auch durchaus stark angezweifelt, da ihnen die typische Rolle als Ahnherren und Anführer eines Stammes nicht zukommt. Zudem scheint der Name und vor allem auch die Sage von Hadingjus eher eine Art von Sage für Krieger Odins darzustellen. Und schließlich gibt es auch noch den Versuch unter den Göttern der nordischen Mythologie, die göttlichen Dioskuren auszumachen. Bei Tacitus scheinen die germanischen Dioskuren ja noch Götter gewesen zu sein, während sie später eher als mythische und verehrte Helden auftreten. Daher versuchen einige Forscher, auch weiterhin göttliche Dioskuren zu finden, und die hauptsächlichen Kandidaten dafür waren Freyr und Njörd. So weist Freyr auch tatsächlich eine Verbindung zu Pferden auf und an einer Stelle wird berichtet, dass man ihm Pferde als Opfergaben bei einem Ritus darbrachte und er ist auch in der Rolle als mythischer Ahnherr zu finden. Alles in allem überzeugt die These von Freyr und Njörd als Dioskuren aber nicht wirklich. Und so scheinen die germanischen Dioskuren zentral eine Rolle als Ahnherren und mythische erste Anführer zu spielen und wichtig für die Herkunftsmythen vieler germanischer Stämme gewesen zu sein. Darüber hinaus aber scheinen die göttlichen Pferdezwillinge eine eher untergeordnete Rolle gespielt zu haben, was wohl auch der Grund dafür sein könnte, warum sie mit der Zeit mehr zu mythischen Helden wurden, während Götter wie Odin und Frey als zentrale Pferdegötter der Germanen galten. Das Motiv der Dioskuren und ein Glaube an heldenhafte oder auch göttliche Brüder und Pferdezwillinge ist aber ein schon sehr, sehr altes und dürfte schon lange bei den Vorfahren der Germanen bekannt gewesen sein. So finden sich Dioskuren nicht nur bei den Römern, Griechen oder Germanen, sondern sie sind bis nach Indien in verschiedenen indoeuropäischen Kulturen vertreten. Und damit verabschiede ich mich aus dieser Folge zur germanischen Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema in der nächsten Folge in die Kommentare schreiben und ich sage vielen Dank an meine Patreons und tschüss YouTube bis zum nächsten Mal bei der germanischen Mythologie.